Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in einer neuen Folge Astroneer und nicht nur eine Folge, ein ganzes Let's Play. Und ja, ich habe dieses Spiel geschenkt gekriegt von einem Abonnenten, der auch rege Kommentare schreibt. Vielen recht herzlichen Dank dazu. Ich probiere das jetzt hier aus. Ich habe es noch nicht gestartet. Ich habe mir mal ein Video angeguckt, wie das Spiel funktioniert und würde jetzt mal hoffen, dass das hier irgendwie so geht. Ich fange erstmal mit dem Tutorial an, um das Spiel zu verstehen. Und da schauen wir erstmal rein und danach können wir dann ein neues Spiel anfangen und dann schauen wir mal, wie das läuft. Alles klar? Wir sehen uns nach dem Intro. So, dann wollen wir mal das Tutorial starten. Ich bin jetzt hier gerade am Überlegen, sehe hier keine Trades, weiß ich nicht. Achso, dann kann ich drauf, dann sehe ich es auch. Koop. Kann man auch spielen. Okay, Outfits gibt es auch ganz viele. Okay, aber ich bleib mal so, wie ich bin. Astropedia, da kann ich bestimmt lesen, wie was geht etc. Das ist auch sehr schön. Option, Softwareversion sehe ich hier. Sprache ist Deutsch. Neu, Kurswahl, Räder erfordern Halt an. Kompassgröße, okay, das können wir erstmal alles so lassen. Ich weiß sowieso nicht, was ich da ändern würde. Kamerasteuern, Fahrzeugsteuern, Flug, Anzeigemodus, V-Sync aus, Helligkeit 0 auf Ablösung, Auflösung, nicht Ablösung. Okay, Postscript, High-Quality-Modus, alles klar, das lassen wir erstmal alles so. Audio, machen wir auf jeden Fall die Musik lauter, stärker, leiser, weil ich weiß nicht, ob es irgendwelche Copyrights gibt oder so. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, nicht, aber sicher ist sicher. Tastatur, Maus, lassen wir so. Hier gibt es dann noch Shortcuts via SD. Ja, das werden wir wohl im Tutorial dann auch noch erklärt kriegen. Schauen wir mal, wie es dann da gleich losgeht. Ne? Was haben wir hier noch? Serverliste. Okay, dann kann man ja dann Multiplayer machen oder so. Mache ich aber jetzt erstmal nicht. Hier kann man bestimmt was kaufen. Das hatten wir Koop. Ne? Genau, wir starten jetzt einfach ins Tutorial rein. Ja, falls da irgendwelche Videos gibt oder so, die sieht man ja auf Linux nicht unbedingt. Ich spiele das mit Proton und ja, so wie es aussieht, ein bisschen Startparameter eingegeben und dann läuft's. Und jetzt gibt es einen Clash. Und dann gibt es einen vor die Mütze und wir müssen notlanden wohl mit unserer Kapsel. Okay. Planetensystem lädt. Schauen wir uns das Ganze mal an, ne? Da sind wir. Grundlegende Steuerung. Halte Kamera. Rechte Maustaste halten, Kamera aktiviert. Grundlegende Steuerung. Stelle Drehung der Kamera ein. Ach so, okay, dann kann ich das so machen. Ich möchte abgestellt werden, Kapsel F verlassen. Okay, wir sind schon raus. WSD, nach vorne gehen, nach hinten gehen, nach links gehen, nach rechts gehen. Okay, erkunde deine Umgebung. Wege dich zum kaputten Rover. Okay, dann müssen wir da mal hin. Ich wollte gerade sagen, ich bin irgendwie am Seil, aber jetzt steht da ersticken. Schließe die Verbindung wieder an die Sauerstoffzufuhr des Rovers an. Verbinden. Nähere dich Verbindung um. Nähere dich Verbindung. Nähere dich Verbindung, um damit zu interagieren. Okay. Grundlegende Dinge. Springen ist die Leertaste. Okay. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt von mir möchte. Schließe die Verbindung wieder an die Sauerstoffzufuhr des Rovers an. Welche Verbindung meint er jetzt? Verbindung mit Cursor auswählen. Anpasser kommen. Leuchtfeuer, Erkundungsgegenstand anschalten. Okay. Was muss ich machen? Ich verstehe es nicht, was er jetzt schließe, die Verbindung des Rovers an. Nähere. Nähere dich Verbindung, um damit zu interagieren. Farbe ändern. Leuchtfeuer anpassbar, Kompassmarkierung zur Unterstützung des Navigators. Sauerstoffmacher. Gegenstand zur Sauerstofferzeugung. Sorgt für konstanten Sauerstoff. Und jetzt? Sehr schön, aber was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun muss.
Ja, keine Ahnung. Verbindung loslassen, Cursor aktivieren. Ach, da muss ich vielleicht hin und das verbinden. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was der von mir will. Ich brauche erstmal Sauerstoff hier wieder weg. Verbindung an den Rover anschließen. Cursor auswählen. Aufheben. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Alles klar, das war gefragt. Verbindungsleitung, keine Sauerstoffzufuhr. Okay, repariert die Verbindungsleitung. Also ich kann jetzt hier weitergehen, weil... was hat er jetzt gemacht? Kann ich hier weitergehen? Kann ich nicht gerade weitergehen, weil ich hänge? Da ist einer umgefallen. Kann ich den da hinstellen irgendwo? Okay, dann ist er zu weit weg. Okay, da liegt auch noch einer. Okay, abgelegter Rucksack. Ne, der abgelegten Rucksack, um damit zu interagieren. Alles klar, dann muss ich da also dahin, um den Rucksack zu kriegen. Wo ist der abgelegte Rucksack? Da. Cursor auswählen. Öffnen. Erhält Gegenstände und Ressourcen, die geborgen werden können. Okay. Jetzt habe ich einen größeren Rucksack oder wie sehe ich das? Oder liegt noch was drin? Arbeitslicht. F im Rucksack lagern. Okay, jetzt sehe ich was. Alles klar. Sehr schön. Jetzt muss ich zur blauen Barke gehen. Okay. Sehr schön, wie ich hier nichts sehe. Jetzt muss ich aber wissen, wie ich an Sauerstoff komme. Oder habe ich jetzt Sauerstoff mehr? Ich laufe mal da ganz schnell hin. Aber ich will hoffen, dass ich so viel Sauerstoff noch habe. Ach, da hinten auf dem Rucksack sehe ich einen Balken und der sagt mir, wie viel Sauerstoff ich noch habe. Okay. Okay. Sieht jetzt nicht gerade so aus, als ob es... Ah, es kriegt wieder Sauerstoff, weil ich hier bin. Geländewerkzeug. Hole das Geländewerkzeug. Habe ich ausgerüstet. Sammlergemische, Gemisch aus Vorkommen, um Verbindung zu drucken. Okay, jetzt habe ich das ausgerüstet. Sammle Gemisch aus Vorkommen. Aha, dann muss ich das holen. Ah, jetzt sammle ich das ein. Um Verbindung zu drucken. Habe ich. Drucke ein Verbindungspaket aus deinem Rucksack. E. Rucksack öffnen. Q. Okay. Gegenstand drucken. Drucke ein Verbindungspaket aus deinem Rucksack. Drücke die Taste Gegenstände. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie es funktionieren soll. Hat's wohl. Sind das hier Verbindungsgegenstände? Ihr sieht wohl so aus. Rucksack schließen. Und jetzt? Baue eine Verbindungsleitung zu Rüdenbarke. Okay. T-Verbindungs platzieren. Ja. Muss ich wohl da hinsetzen? Muss ich wohl da hinsetzen? Hier geht wieder nichts mehr, also neues T setzen. Da hört es schon auf, also dahin. Noch einen platzieren. Und den muss ich jetzt hier hinsetzen, oder? Und wie verbinde ich den jetzt? Ist das jetzt schon verbunden oder nicht? Weiß ich nicht.
Aber ich soll jetzt erstmal Harz sammeln. Okay, hier ist jetzt gerade schlecht wegen fehlender Luft, aber ich kann ja noch ein Ding da hier hinsetzen, oder? Nee, kann ich nicht, ich habe keins mehr. Oder? Doch, da ist es. So, und jetzt muss ich das Harz vorkommen abbauen. War das eh, ja. So, jetzt habe ich genug. Drucke einen Kanister aus deinem Rucksack. Cool. Wo kriege ich denn den Kanister weg? Ist das hier der Kanister? Achso, das macht er dann automatisch. Oder steht das irgendwie? Kleiner Kanister ist jetzt ausgewählt, oder was? Wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird er nicht gebaut. So, in der Mitte muss ich hier drauf drücken, genau. So, jetzt baue ich einen kleinen Kanister. Sieht man hier, wie das alles weg ist. Jetzt ist der kleine Kanister da. Baue eine Rampe zur Shuttle-Plattform. Rucksack schließen. Wie baue ich jetzt die Shuttle-Plattform? Halte Erde, sammle entfernte Geländer, wird in Kanister gesammelt. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hier am besten was wegnehme. Muss mal hier. Da ist das gut, vielleicht ist das schlecht. Eine Rampe zum Shuttle. Ich habe jetzt einfach mal was genommen. Ne? Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ah, hier ist die Shuttle. Halte Modus hinzufügen, aktiviert. Warte mal, wenn ich das jetzt. Ja, ich weiß nicht, was ich mit dieser Rampe machen kann. Also, die muss ja da wieder dran, ne? Oh, eine Rampe zur Shuttle-Plattform. Mach das mal weg. Geländewerkzeug aus der Verbindungsplattform bauen. Oh, eine Rampe. Wie soll ich denn? Ach so, eine Rampe könnte ich jetzt mit dem Werkzeug hier halten, Modus hinzufügen, aktivieren. Ach, Alt muss ich halten. Okay, alles klar. Sonderrampe ist gemeint und nicht hier, ne? Wisst ihr schon Bescheid. Ach so, Alt drücken, ne? Dann geht auch was hin. So, jetzt komme ich da hin, oder? Naja, da habe ich schon zu hoch gebaut, wahrscheinlich. So. Nun, das war einfach. Versuche den kleinen Shuttle zu starten. Komme ich da hoch? Gar nicht. Ach, betreten mit F, alles klar. Okay, bin ich drin? Verlassen, in den Orbit schießen. Interplanetarische Fahrzeuge liefern enge Energie und Sauerstoff, benötigt ein Triebwerk. Kraftstoff ist 0, Start sind 0. Also wenn ich jetzt C drücke, so das kleine Shuttle zustand. C. Schubdüse benötigt. Aha, verlasse das kleine Shuttle. Das heißt, ich muss jetzt eine Dose bauen. Eine Dose bauen. Auch gut, ne? Untersuche den Eintrag zur Feststoffschubdüse in deinem Katalog. Mit Tab kann ich den Katalog öffnen. Okay. Forschungskatalog. Untersuche den Eintrag des Feststoffschubdüse in deinem Katalog. So, mal gucken. Forschungskatalog mit Cursor auswählen. Aha. Feststoffschubdüse. Schließe deinen Katalog. Hat nicht genügend Bytes. Bietet ein Verbrauchstriebwerk, der vierte Starts ermöglicht. Aluminium und Ammonium braucht man dafür. Kostet 500 Bytes. Katalog schließen damit. Nähere dich Forschungsprobe, um damit zu interagieren. Okay, komme ich da so hin? Ein tiefes Loch. F halten und zum Scannen. Gewonnene Bytes 188. Okay, Errungenschaft habe ich auch gekriegt. Seht ihr nicht. Da ist noch eine Forschungsprobe. So, F halten, um zu interagieren. Gewonnene Punkte. Da ist auch noch einer. Ah,
habe ich auch gekriegt. Katalog öffnen. Schalte den Feststoffschub aus deinem Katalog frei. Ja, würde ich machen, aber ich glaube, wir brauchen erst ein bisschen Sauerstoff wieder. Deswegen gehen wir wieder zurück. Wo ist jetzt das Raumschiff? Da. Sicher ist sicher, ne? Ich muss erstmal an die Leitung da wieder dran, ne? Damit ich Luft kriege. So, jetzt ist alles gut. So, jetzt muss ich den Katalog öffnen mit Tab. Schalte die Feststoffschublade aus deinem Katalog frei. Ah, Forschungskatalog mit Cursor. Tastenabdeckung öffnen. Freischalten. Drucke einen kleinen Drucker aus deinem Rucksack. Okay, Katalog schließen. Aus meinem Rucksack. Rucksack öffnen mit Q. Shift ist laufen. Grundlegender Gegenstand drucken. Was wollen wir denn drucken hier? Achso, da kann ich mit auswählen. Was ist das jetzt? Das wollte ich nicht. So, Q nochmal öffnen. Erde habe ich hier drin. Druck einen kleinen Drucker aus deinem Rucksack. Gegenstände drucken mit Cursor-Taste auswählen. Ah, da ist jetzt der kleine Drucker. Benötigte Misch Astropedia öffnen, hergestellt von Erz. Muss ich das auch mal? Nee, glaube nicht, oder? Das heißt, ich brauche Gemisch. Verfügbar auf einem Planeten, hergestellt von Erdzentrifuge, okay. Das heißt, Rucksack kann zu. Und ich muss weiter gucken, dass ich hier Gemisch kriege, welches hier ist. Gemisch kommt. Grundlegende Steuerung ist laufen. Shift. Haben wir schon erledigt, ne? Weiß nicht, wie viel man da braucht. Gemisch steht da. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber ist auch nicht schlimm. Wir öffnen wieder mal den Rucksack. Und kleine Produktion, Gegenstand drucken. Kann ich jetzt hier machen? Aha, gut. Er druckt jetzt den Drucker. Kleiner Drucker mit Cursor auswählen. Kleiner Drucker Produktion. Wo ist denn der jetzt? Rucksack öffnen. Achso, der ist im Rucksack. Hier oben sitzt er. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den hinpacken sollte. Ich laufe jetzt so langsam, weil der so schwer ist, oder was? Also der braucht wohl Strom. Ach, ich pack den mal hier hin. Untersuche die Hologramme des Planeten des kleinen Druckers. Drucker schließen wir erstmal. Benötigt Ammonium und Aluminium. Mit Cursor auswählen. Stecke den kleinen Drucker wieder in deinen Rucksack. Stecke den kleinen Drucker wieder in deinen Rucksack? Wie soll das denn gehen? Kann ich den mit F einpacken? Ach so, okay. Ah, das habe ich schon mal geschafft. Baue eine Verbindungsleitung zur orangen Barke. Sehr schön. So, das heißt, wir laufen hier mal weiter und müssen jetzt hier einen Tee bauen. Setzen das da hin und können wieder ein Stück laufen. Ah, da ist eine Höhle. Wo kriege ich die Verbindung her? Gar nicht. Tee. Okay. Man muss schon dahin, sonst reißt sie ab. Alles klar. Okay. Ne, das nicht, sondern das Ding. Verbinden mit Tee. Wo ist er denn jetzt? Ach so, der steht direkt an der Pflanze. Ne, das war jetzt falsch. Ach so, wir sind jetzt so ein bisschen verwirrt mit dem Laufen. Warum ist jetzt hier so eine Linie zu dem da? Ach so, da steht schon einer. Da habe ich zwei aus Versehen hingesetzt. Alles klar.
Okay, das heißt, ich muss jetzt hier einen hinsetzen. Nee, ich muss lernen, mit dem Cursor nicht zu drehen. Ich muss auch diesen Rucksack immer wieder aufsetzen. Die orange Barke ist immer noch da. Und ja, wir müssen weiterlaufen. Dann können wir wieder weiterlaufen. Okay. Habe ich keine mehr? Ich habe keine mehr. Wie baue ich die? Gute Frage, ne? Rucksack auf. Und kleinen Drucker wollte ich nicht produzieren. Kleinen Generator auch nicht. Kleiner Kanister auch nicht. Verbindungen, die wollte ich produzieren. Ich hoffe, das war jetzt so richtig. Sieht so aus. Und jetzt Rucksack wieder wegstecken und das Tee und dann geht's weiter. Okay, hier ist Ende. Hier ist ein komisches Teil. Tee, Verbindung platzieren. Nein, nicht Q drücken. Ich sehe das Teil nicht, aber ich glaube, ist auch egal. So, jetzt sind wir bei der Marke hier. Sammeln wir mal, wenn wir uns vorkommen, okay? Das kommt auch wieder dahin. Ach, das hier ist schon das Ammonium, okay. Laterit-Vorkommen, Aluminiumerz, okay. Sammle Laterit aus Vorkommen, um Aluminium herzustellen, okay. Ich nehme das erstmal hier so ein bisschen mit. So. Dann müssen wir hier schon wieder so ein Teil hinstellen. Damit wir Luft kriegen. Und das ist jetzt hier das Laterit oder was? Haben wir wohl auch gerade genug. Ich nehme aber wie immer ein bisschen mehr mit. Aufräumen. Geländewerkzeug, okay. Schmelzofen. Soll ich die Energie wiederherstellen? Ist das der Schmelzofen da? Tja, weiß ich auch nicht. Ah, das ist der Schmelzofen. Gut, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Hier müssen wir wieder einen Tee hinsetzen. Passt. So. Ne, passt schon. Können wir so stehen lassen, oder? Stell die Energieversorgung des Schmelzofens wieder her. Kabelsocket mit. Ach, da sehe ich das, okay. Okay, das bedeutet, ich muss den da irgendwie dran kriegen. Wahrscheinlich so, ne? Schmelzen Laterit zu Aluminium ein. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier mache. Ressourcen da einbauen. Ne, nicht das. Q. Wo ist jetzt das Laterit? Ich hoffe, das war das Laterit. Es sieht aber so aus. So, der funktioniert erstmal. Ja, dann würde ich aber sagen, machen wir erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf euren Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.